wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Ich möchte heute zusammen mit dir diese Stiftverpackung machen. Wie immer findest du unten nochmal alle Maße und auch einen Link zu dem direkten Blogbeitrag, wo du nochmal alles nachlesen kannst. Und zwar wird die so geöffnet, die Verpackung, und passt genau ein Stift rein. Habe ich anlässlich der Beförderung von meiner lieben Jasmin gemacht, die ganz, ganz stolz ist, weil sie Elite Bronze geworden ist, und sie hat sich das auch wirklich verdient, hat ganz hart dafür gearbeitet, und da gibt es natürlich ein kleines Dankeschön von mir. Ich habe schon mal so ein bisschen was vorgeschnitten. Wir fangen jetzt einmal an. Du benötigst deinen Papierschneider und wir benötigen ein Stück Papier in 13x19 cm, und das wird jetzt gefalzt bei 3, also die kurze Seite oben anlegen, bei 3, bei 4,5, bei 6,5, bei 8,5 und bei 10 cm wird das Ganze gefalzt. Ist das alles so ein bisschen gefühlt asymmetrisch. Du hast hier aber eine Falz in der Mitte. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen schneiden. Und zwar legst du das Papier bei 1,5 an und schneidest von der zweiten Falz bis zur vierten Falz einmal einen Schlitz ein. Das heißt, du nimmst also deinen Papierschneider, legst das bei der zweiten Falz ein und schneidest bis zur vierten Falz runter. Und das Ganze machst du auf der anderen Seite nochmal. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt brauchen wir noch zwei Stücke in 2, jetzt habe ich hier drei Stücke. Da stimmt irgendwas nicht. Die sind aber alle gleich. Habe ich wohl einen zu viel geschnitten. 2,8 × 5,5. Und das Ganze wird gefalzt bei 1,5, 3, 180 Grad drehen und bei 4,5 falzen. So. Und das Ganze, das andere Stück Papier genauso. 1,5, 3 und 4,5. Lass mich kurz überlegen, was brauchen wir noch? Wir haben dann für die Hülle noch ein Stück in 10,4 × 19 und da falzen wir nur die kurze Seite bei 3,2 4,8 8 und 9,6 cm. Ich denke, jetzt haben wir die Falzarbeit gemacht. Wir fangen einmal an mit der Verpackung an sich. Und zwar falzen wir erstmal alle Linien nach. Die beiden äußeren falzen wir ganz normal. Das Tal ist außen. Die innere wird nach unten hin weggefalzt. Das wird die Auflagefläche des Stiftes gleich. Und die beiden äußeren wieder normal. Tal ist außen. Genau, und jetzt kannst du schon so ein bisschen sehen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar ist das im Moment noch so ein bisschen asymmetrisch, aber wenn du das dann einknickst, kannst du schon sehen, wie das Ganze ist. Jetzt müssen wir aber noch diese beiden Laschen befestigen. Und zwar nimmst du da am besten Tombow.
Und dann wird es mit der Falzlinie bündig hier einmal angeklebt. Und das Ganze, das andere auf der anderen Seite auch. Das ist jetzt egal, ob oben oder unten. Ja, also ob du es hier machst oder hier, das ist im Moment noch völlig egal. Das gleiche machst du hier auch. Schön mittig einmal ankleben. Inzwischen machen wir uns die Banderole einmal fertig. Ich habe das Designerpapier auch schon vorgeschnitten und den Aufleger. Designerpapier hat die Maße 18,4 mal 2,4. Und das Stück Farbkarton ist ein bisschen breiter und hat die Maße 18,6 mal 2,6. Ist das nicht schönes Tropenreisepapier? Ich freue mich jeden Tag ein bisschen mehr auf Maui. So, und das wird dann einmal auf die Verpackung geklebt. Jetzt falzen wir das Ganze. Und das wird dann einmal zugeklebt. Auch da benutze ich jetzt einmal Tombow. Einmal auf die Klebelasche. Und dann wird das einmal übergeklappt. Und einmal schön glatt gestrichen. Darf jetzt auch ein bisschen trocknen. Inzwischen ist das hier getrocknet. Und zwar müssen wir das hier jetzt übereinander kleben. Das heißt, wir können das ausnahmsweise mal nicht im Liegen machen, weil das asymmetrisch ist. Dann nehme ich einmal doppelseitiges Klebeband. Heute lege ich mein Papier schneller immer überall drauf. So, jetzt können wir uns das noch platt hinlegen. Einmal Klebeband drauf. Nun kannst du schon so ein bisschen erkennen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar haben wir ja diese Laschen freigeschnitten. Und das hier wird jetzt hier einfach nur so reingeklickt. Und schon ist die Verpackung fertig. Das könnte man natürlich vorher noch ein bisschen falzen, dann wird es ein bisschen schicker. So, genau. Einfach in den Schlitz reinstecken. Und das Ganze so ein bisschen zusammenschieben. Und schon ist die Verpackung für den Stift soweit fertig. Und das Ganze wird jetzt einmal in die Banderole geschoben. In der Hoffnung, dass ich nicht zu eng geklebt habe. Na? Doch, es passt. Genau, das wird da einmal reingeschoben. Und ich habe hier noch ein Toll gemacht. Aufgestempelt und ausgestanzt. Stempelset ist gut gesagt. Und die Stanzform stammen eigentlich aus dem Herbst-Winter-Katalog, werden aber übernommen, sind jetzt hier schön durcheinander gewürfelt. Das sind die aus dem Halloween-Set, Stanzform Zierrahmen. Die werden aber in den nächsten Hauptkataloge übernommen und du kannst die jetzt schon, also auch weiterhin bestellen. Hier habe ich schön schief gestempelt, also habe ich es nochmal auf die Rückseite gestempelt und deswegen klebe ich das da jetzt drauf. Ja, und fertig ist die Stiftverpackung. Die wird jetzt die nächsten Tage in die Post gehen und hoffentlich die liebe Jasmin erfreuen. Ich habe nämlich noch eine passende Karte dazu gemacht. Du kannst alles schaffen. Das stammt aus dem Stempelset wie ein Diamant und auch dieser Zierrahmen stammt aus dem Framelit-Set. Finde ich total eine nette Kombination. Ich bin mir sicher, dass Jasmin sich darüber freut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Däumchen da. Und wie immer findest du meine Sammelbestelltermine auf der rechten Seite auf www.gestempelt.de. Und ich freue mich, wenn du aktuelle Ware bei mir bestellst. Bis ganz bald. Tschüss.